So, Salita und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute das Age of Fatality vorstellen. Ist momentan in der Early Access, wir sind bei 1.55 auf Steam erhältlich. Und was genau kann, will ich euch jetzt zeigen. Einblick mal geworfen, also kurz ein Kapitel mal gemacht. Machen wir zum nächsten Wegpunkt an. Das Early Edges, muss ich sagen, ist es gar nicht mal so übel. Hat hier und da ein paar kleine Macken. Aber kann man noch ein paar sehen. Dann wollen wir mal das Wesentliche und das Wichtigste. Jetzt haben die hier zum Beispiel die Waffenauswahl. Seht ihr, ein paar wenige habe ich schon mal gesammelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Waffe wechsle, Kristalle entfernen, ja. Und nachher zu den Kristallen gehen, habe ich da einen riesengroßen Stammbaum, wo ich die Kristalle einsetzen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder wechseln, ich brauche das andere, nämlich für eine Quest. So. So, jetzt seht ihr, der Stammbau ist wieder ganz anders. Jetzt muss ich leider wieder alles hinzufügen. Also ich gehe hier auf Angriff. Haben wir weniger brauchen, können wir da so lang. Angriff, Angriff, Tempo, Abwehr. Angriff und Eile. So. Hier kann ich noch den. Auf Tempo. Kein blauer Stein. Stein kann man kaufen oder man kann sie auch überkommen durch Quests. Ja. Mal weiter. Jetzt gerade irgendwie den nächsten Mal im Feld gesehen, würde ich mal noch angreifen. Zum Beispiel war da so eine Quest, Neustein bekommen. Ich muss jetzt, ich muss kurz dahinter. Echt offene Welt. Ist nicht so ein typisches Open-World-Spiel, sondern ist schon recht offen, aber teilweise auch. A prayer for your wayward soul. Wunderbasiert. Kann ich auswählen Magie oder ich kann da Kampf normal. Nein, kein Schlag so lang. Ja. Oh. I will commend your soul to the gods. Der ist meistens ein bisschen langsamer als der Angriffsbalken generell. Oh. Ah, jetzt eigentlich nicht wählen. Gut, so wäre es ein Ziel zu gehen. By the will of the gods. Und weg und wieder das neue Schwert gewonnen.
Quest, da hat es einen Questgeber sogar. Seht ihr von mir? Naja, das Lager von Furzel von einem Oroko zerstört in diesen Gegenwarten nur Unglück auf euch. Zu viele Monster, zu wenig Männer, keine Nahrung, keine Medizin, alles, was die Armee an Unterstützung bereitstellen kann, geht an die Front und wir verrotten hier. Wir sind nur noch 10 Mann anschließend verbunden. Deswegen ist hier niemand mehr sicher. Ich glaube, wir können schon zurecht. Dieser junge Mann hier ist ein ausgezeichneter Leibwächter. Ein Leibwächter? Das sollte ihr Zweifel zerstreuen. Gut gemacht, Schwester. Ihr seid eine Vertreterin des Sanktoriums, nicht wahr? Kein Wunder, dass ihr so gut geschützt werdet. Ich habe gehört, dass die Leibgarde dort ziemlich gut sein soll. Das ist sie wirklich. Und dann kommt ihr dort draußen sicher allein zurecht. Was erwarten so draußen? Tanris, Koktas und jede Menge Orokos. Unser Hauptmann hat sogar eine Belohnung ausgeschrieben für jeden, der uns von ihnen erlösen kann. Ja, das Spiel ist ganz zu und komplett vertont. So Hauptstory ausschließlich. Der Nebenquest ist es meistens, dass man wieder mal lesen muss. I will commend your soul to the gods. Seid ihr zum Beispiel beim Feind links gesehen da? Tötet den Feind nur mit einem Treffer. Haben wir noch eine Bergstelle da? Okay, ja. Und das Elixier konnte. I will commend your soul to the gods. Speicherpunkt und Schlafplatz. Dann machen wir Speicher. Übrigens können beim Speicherpunkt auch bestimmte andere Orte porten. Aber dafür würde ich hier wieder Platz halt zuerst freischalten. Sonst funktioniert das nicht so ganz. We have no quarrel with you. Please go. Yeah.
Also, man regt mich nicht sehr. Darkness before dawn. I will commend your soul to the gods. Für sie kreuzt schon der alte Schnecke recht gut aus. Crater, lend me your strength. Also, what's time? Nächstes richtet Rot, das heißt, wo ist der Fleck? Und sie da über. Jetzt ist die Zeit weg, muss ich auch noch abkommen.
their wayward soul. Das war's hier. Jawohl. Was ich mich frage, wenn ich das nächste Mal wieder ins Rittier überkomme. Ich habe ziemlich am Anfang noch das Rittier gehabt. So ein hübsches Büsi. Großes Büsi. Aber irgendwie hat man mir das weggenommen. Jetzt hoffe ich, ich kriege da bald mal wieder eins. Darkness before dawn. Schuhe! Übrigens, die Ausrüstung kann man dann dazu auch noch mitleveln. Bringt ihr was ein? Zaubertempo, Tempo, Magieabwehr geht ein bisschen runter und der Angriff auch. Ich glaube, ich tue noch mal wechseln. Da links hat es auch eine Quest gegeben irgendwo. Ein Kristall, wo ich irgendwie 100 Stück für das Quest muss suchen. Na, da lassen wir mal schön Zeit. Die Götter meine Gebete erhört, sagt Grüßreisender. Sollten die Götter uns als Antwort auf eure Gebete geschickt haben, hätten sie uns das zumindest wissen lassen sollen. Hat ja auch eine Pilgerreise? Ich bin nicht nur ein Pilger, mein Gnädiger. Wir bringen Büßer und tragen zum Zeichen der Buße den Namen Akolotl. Ah, ihr seid also ein Büßer. Vergebt mir, aber was genau bedeutet es, ein Büßer zu sein? Müsst ihr das Land auf die Knie durchqueren oder wie? Das hängt vom Auftrag ab, mit dem das Sanktuarium einen Büßer betraut. Und was ist euer Auftrag?
leiden. Auf der Armee. Das größte. Oh, Entschuldigung. Gezeigt. Seinen Namen zu tragen. Was für ein grausamer Auftrag. Wieso habt ihr ihn angenommen? Auch wenn ich die tiefe Wahrheit hinter meinem Pilgerreis nicht verstehe, so vertraut ihr drauf, dass alles seinen Grund hat. Auch unser Treffen, den ich spüre, dass das Schicksal euch zu mir geführt hat. Was wollt ihr aber von uns? Kämpft gegen mich. Ich werde mich nicht zurückhalten. Aber es tut es auch nicht. Keine Sorge, ihr könnt mich nicht töten, selbst wenn ihr es versuchen würdet. Bitte, ihr müsst wirklich mit eurer Kraft kämpfen. Darkness before dawn. Was erlauben noch? Gnade, Gnade, bei den Göttern, ich kann es nicht länger ertragen, euch. Hey Kumpel, also nun ist so beleidigt doch, dass ihr damit umgehen könnt. Ist schon gut, ich wollte es ja so schnaufen. Lasst mich euch behandeln, welche Buße euch auch auferlegt wurde, eure Wunden müssen versorgt werden. Habt Dank, alle beide. Ich habe noch nie Wunden gesehen, die so schnell schlossen, selbst mit Magie nicht. Ihr habt dennoch eine Menge Blut verloren, büßen oder nicht, ihr sollt vorsichtiger sein. Dank euch hat meine Buße nun ein Ende, ich kann endlich ins Aktorium zurückkehren. Nehmt dies, ich brauche es nicht mehr. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, etwas von euch anzunehmen, vor allem nachdem ich euch gerade derart zugerichtet habe. So sind nun einmal die Regeln der Buße. Ich muss euch entlohnen und dann nehmt es. Fühlt sich trotzdem komisch an. Ich verabschiede mich nun von euch. Lebt wohl, ich werde euch beten. Was ist da gerade passiert? Kennst du dieses Duell, Selene? Vom Hören sage ich, muss gestehen, dass ich es genauso wenig verstehe. Ihm schien es ihm gut zu gehen. Lass uns aufbrechen, Selene. Wir haben unser eigenes Auftrag zu erfüllen. Oh, neue Tunika, Ausrüstung. Los. Tempogatten Silber, aber. Na gut, ein bisschen mehr Abwehr. Haben wir mal. Sammeln. This is the stone Myrna told us about. And this? Whoa! This should be one of Alpharius's flowers. By the
gods, my head feels like a rock. It talks? Yeah, Brat, I talk. That's what pistols are for, you know. And here I thought the pistol was mainly used for. Yeah, for that too. Oh, yeah. So you're Selene, right? I am. Yeah, you fit the description Alpharius gave me. Pictured you a bit more fearsome, though. Fearsome? That is what Alpharius told you? A talking flower. Huh. Yeah, now get over it, friend. Did Alpharius leave a message for me? Yes, it's, directions. Go across the bridge, past Old Hirelsa. Find the Pass of Olfara and go through it. You will meet another of my scions along the way. Understood. I'm not finished. There is a Nekaru farm near Old Hirelsa. I would advise you to take one with you. There is still a long road ahead of you. Nekarus. Filthy creatures. I think they're quite cute. You have disgusting tastes. Give me a bee any day over those mangy felines. Well, to each their own. Yeah, well, we're done. Thank you very much. I'll go back to sleep now. Hey, one last thing. Tell the guard I saw everything and that he's a disgrace. Oh, I knew she kept something hidden from us. Knew it. Never trust anyone, Gavin. Everyone's a liar and a traitor. You included, Derek? Oh, especially me, Gavin. I'm especially looking forward to the moment I betray you and throw your lifeless corpse into a ditch. And when will that happen? When I'm fed up with your stupid questions. Well, makes sense. Did they just talk to a flower? It doesn't matter what they're doing. Every step they take gets us closer to Alpharius. And brings them closer to their graves. Was ich mir noch gut kann vorstellen, ist, dass zu diesem vollständigen Release die Gesichter, die momentan noch recht detailarm erscheinen, noch aufgemutzt werden. Bin mir aber da nicht zu 100% sicher. Aber man hat schon eine wundervolle Welt hier aufgestellt und es wäre schade darum, die NPCs einfach so detailarm zu lassen. Danke. Jetzt da irgendwo was Bett mal ein. Da ist sogar noch ein Speicherstand. Übrigens kann man in dem Spiel in den grossen Städten auch craften. Nicht genug Material, also Waffen und Rüstungen. Ist in dem Spiel übrigens auch schon möglich. So, at last we have a lead on your master's whereabouts. Our journey has just begun. No time to lose. Let's go. Zum Beispiel hier wahrscheinlich werde ich es wahrscheinlich auch wieder können machen. Ich bin nur recht unsicher, wo hier kurz. Aber es hat mir jetzt die vollkommen falsche Quest angezeigt. Aufträge, so, umschalten auf den Hauptauftrag, so. Let's end this quickly. Kann ich auch noch kurz dazu das eine oder andere Level füllen? Ja.
But you need to understand something. For the gods to help you, you first need to help yourselves. We can battle monsters, fend off the Archolites, but your own cowardice is, well, your own problem. Go down to that mine. Fight those monsters on your own. You'll be stronger for it. But we did. Do you know how many of us died in there? Do you have any idea how they... Oh, don't get so worked up. It was just some friendly advice. If you want your people to starve to death, then by the gods, so be it. It's your choice, not mine. Ah, no matter. You have your problems, and I have mine. And mine entails saving the world from the corrosion. You would agree that this is a bit more important than your little backyard infestation, yes? But we... Well, 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 who do we have here? The Mad One, with a bodyguard. How unexpected. Did the Priory fund this little extravagance, Sister Celine? Or did you pay for it out of your own pocket? That is rich for someone who doesn't go anywhere without an entourage, Brother Vaughn. You mean these rough-looking fellows? Well, the Archpriestry actually expects results from my enterprise, mind you. And, well, not so much from yours. Except catching the corrosion, perhaps. What is that supposed to mean? You're not allowed to speak, Merc. Oh, haven't you guessed? The Archpriests were just itching to get you out of the way. Your plea to preserve the crystals left a bitter taste in their mouths. But that was to be expected from you, the ward of the heathen Alfarius. Hey, just listen to this, Zaroff. Sister Selenia thinks it's heresy to cut and extract crystals. We're only supposed to pick the ones that fall naturally on the ground, just like fruit. Crystals are home to the gods, and as such, they are sacred. And there she goes again with her delirious superstitions. Well, you can't expect anything from a farmer's girl who spent too much time in her orchards, right? How long has it been? It must be 8 or 9 years. One should think you would have gotten over it by now, right, Vaughn? 7 years! It has been 7 years, you dirty little... How dare you! I'm going to destroy you! I'm going to rip that smug expression from your churlish face right now! Boss, not now. I'm going to kill you! I swear to you, I'm going to gut you like a... Boss, we're in the middle of Jagholm. Yes, yes, you're right. I'm above this. Obviously, she is doomed to fail anyway. Come with me, cohort. We have a world to save. I don't see the emblem of your company, Merc. How old are you? Old enough for your mother. You. Zaroff! Yes, boss, I'm coming. Don't worry, we'll meet again. She said that too. Celine, who was that pompous buffoon? Vaughn, a fellow agent sent by the Sanctorium to find a cure for the corrosion. He has garnered the favor of many ancients, but he never got over the fact that of the two of us, I was the more skilled. He attempted to humiliate me in what he thought was a contest of magic. He was defeated by a farmer's daughter and could never live it down. Well, next time our paths cross, I hope you won't mind being beaten up by a farmer's son. I appreciate that you remained calm, Darian. Hey, it's your affair. I respect that. Was da für Beschwörung auf mich erwartet, dann später.
decided to say it's Händler? Ist denn die überlegene Steine? Ja, dann darf dem viel zu wenig wahr. Lass mich hier rein. Show.
schätze mal, ich bin jetzt gar nicht mal so falsch. Wie das? Schönes, weitläufiges Gelände. Absolut nicht sicher, wenn es die Map ein Spirit so umspinnt, oder es ab einem bestimmten Punkt wieder freigeschaltet wird. Schwere immer was Schönes. Oh, wie nett. Das ist ein süßes Problem. We have no quarrel with you. Please go. I will commend your soul to the gods. Everyone's hungry around here, but eating crystals? I'm at a loss here. To my knowledge, this has no precedence. Why are they doing that? You're asking me?
Anyway, we should go deeper in the mine and leave these guys to their feast. They obviously hunt in packs. If we defeat their leader, they should understand they're next down the pecking order. We have no quarrel with you. Please go. Oh, it's a nice.